die digitale Bühne gehört dir, lieber Thomas, und Hurra. ich würde dich bitten, mit uns zu spielen. Ja, hallo auch von mir. Wir spielen heute. Among Us ist eins der Spiele, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch, das derzeit gerade bei jungen Leuten sehr, sehr beliebt ist, ist eigentlich schon 2 Jahre alt, aber hat durch Twitch, durch die Streaming-Plattform eben jetzt in den letzten Monaten irrsinnig an Fahrt aufgenommen. Und es gibt eben inzwischen sogar einen Port fürs Mobiltelefon. Das heißt, wenn man es am PC spielen möchte, kostet das Ganze 3,99 €. Fürs Smartphone ist das Ganze aber gratis. Das heißt, wer es noch nicht hat und wer mitspielen möchte, kann sich es gern noch runterladen. Wie gesagt, wir möchten nachher mit euch ein bisschen spielen und das Ganze auch ein bisschen erleben. Ich zeige jetzt einmal kurz her, worum es bei Among Us geht und gebe dazu meinen Bildschirm frei. Das ist das hier. Wenn man ins Spiel einsteigt, schaut das Ganze so aus. Man spielt als, ja, schaut ein bisschen aus wie komische kleine Männchen, die unterschiedliche Farben haben. Man ist Astronaut, Astronautin und läuft herum. Das ist der Anfangsbildschirm. Man kann da auswählen zwischen Local, das heißt am lokalen Spiel, wo ich wirklich mit Leuten spiele, die zum Beispiel in meinem Netzwerk sind, am Online-Spiel, das wir dann auch spielen werden. Dann haben wir da eine kurze Erklärung, How to Play und Free Play. Und da steige ich jetzt kurz ein, weil da sieht man, worum es geht. Das sind drei Karten, auf denen man spielen kann. Das heißt, es gibt drei unterschiedliche Welten, kann man sich das vorstellen, drei unterschiedliche Raumschiffe. Falls jemand das Spiel Werwölfe von Düsterwald kennt, ungefähr so ist das Spiel aufgebaut. Das heißt, man spielt mit maximal 10 Spielern und Spielerinnen. Man ist so eine Person, die man durch die Spielwelt bewegen kann. Am Smartphone ist dazu links unten ein so eine Art Joystick, den man anklicken muss und den man dann mit dem Finger herumsteuern kann. Am PC spielt man das entweder mit den Pfeiltasten oder mit WASD. Das heißt, das ist zum Auf- und Ablaufen. Und man hat dann herunten noch einige andere Buttons, die man zum Beispiel, da kann man was usen oder man kann reporten. Warum man das tun soll, sage ich gleich. Ziel ist es, es gibt zwei Gruppen. Es gibt einmal die Guten, also die Crewmates, wie sie in dem Spiel heißen. Die versuchen, das Schiff zu reparieren. Wir schauen uns das jetzt gleich an. Das Schiff ist so aufgebaut. Das ist die Karte. Die kann man erreichen, wenn man da oben auf das Kartensymbol klickt. Da sieht man einige Rufzeichen. Das sind Tasks, die man erledigen muss. Ich sehe die auch da, links oben bei mir. Da steht, ich muss in Admin, Swipe Card, ich muss in Medbay, Submit Scan und ich muss eben in die vier Räume gehen und was erledigen. Und das machen wir jetzt gleich einmal. Ich gehe jetzt mal in Medbay. Das ist da. Und man sieht immer, wo man was machen muss. Das ist immer mit einem gelben Rahmen versehen. Das heißt, ich stelle mir da jetzt rauf und klicke einfach auf Use. Das heißt, das ist eine längere Aufgabe. Da passiert was mit mir. Ich werde gescannt. Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Also nicht ich, aber halt die Figur. Und dann habe ich den Task erledigt. Er ist da oben grün und man sieht da oben einen Fortschrittsbalken. Wenn der voll ist, haben die Guten gewonnen. Das heißt, wenn alle Tasks erledigt sind, haben die Guten, die Crewmates, gewonnen. Es kann aber auch sein, dass man ein Imposter ist. Ein Imposter ist jemand, der so gleich ausschaut grundsätzlich. Das Einzige, was uns trennt voneinander, ist, meine Farbe ist jetzt oben rot. Das sehe aber nur ich. Das sehen die anderen natürlich nicht, weil sonst wüssten die, dass ich ein Imposter bin. Und mein Ziel ist es jetzt, das Ganze zu sabotieren. Ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich gewinne. Einerseits, indem ich alle anderen, die keine Imposter sind, töte. Das ist jetzt, ja, ich mache es einfach mal. Ich kann da einfach mich nebenan hinstellen und Kill drücken. Dann ist der weg. Das heißt, die Person wäre jetzt aus dem Spiel, lebt als Geist weiter und kann weiterhin die Tasks machen. Das heißt, kann weiterhin dazu beitragen, dass die Guten gewinnen. Ja. Mein Ziel ist es eben, das Ganze, dass das nicht so ist. Ein Vorteil, den ich habe als Imposter, ist, ich kann auch, man sieht es da rot umrandet, ich kann auch in den Lüftungsschacht klettern. Das heißt, ich kann Shortcuts nehmen und mich zum Beispiel von hier nach hier teleporten. In dem Fall wäre das ein bisschen unglücklich, weil der Dummy, in dem Fall der Dummy 4 heißt, mich sieht, wenn ich da rauskomme und sofort wüsste, dass ich ein Böser bin, weil nur Böse da rein können. Aber wenn ich schnell genug bin, kann ich auch den wegmachen.
Das heißt, Ziel ist es, entweder alle Dummies zu töten oder, und das ist dann, sobald jemand, ich gehe jetzt wieder zurück in die Rolle eines normalen Crewmates, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leiche finde, kann ich die reporten. Das heißt, und dann beginnt eigentlich der Diskussionsteil, der wichtige Teil des Spiels, den man eventuell aus Werwölfe von Düsterwald erkennt, wo darüber entschieden wird, wer ist jetzt der Böse. Und da hat man jetzt 120 Sekunden maximal Zeit, eine Stimme abzugeben, von wem man glaubt, dass er oder sie der Imposter ist. Das macht man, wenn man online spielt, macht man es meistens über einen Chat. Das heißt, da gibt es einen Chat, wo man reinschreiben kann, wo ich sagen kann, okay, ich habe den und den gesehen, der hat das verdächtig gemacht, der ist wahrscheinlich böse. Wir machen es heute natürlich, weil wir in Zoom sind, über Zoom. Man kann auch andere Sachen verwenden. Letzte Woche zum Beispiel war die Valerie bei uns von Ludovico, die uns Discord vorgestellt hat. Man kann es eben auch über Discord machen. Junge Menschen, die derzeit das spielen und über Handys spielen, machen das sehr häufig über einen WhatsApp-Anruf oder über andere Chatmöglichkeiten im Internet. Das heißt, es ist einfach viel einfacher, wenn man reden kann, anstatt schreiben. Ich kann jetzt einfach auf jemanden draufklicken und sagen, ja, ich will, dass der böse oder dass ich glaube, dass es der ist, das bestätigen. Oder wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich auch das Stimmen überspringen und sagen, okay, bin mir nicht sicher, ich stimme für niemanden. Dann sieht man Abstimmung und der mit den meisten Stimmen wird dann rausgeworfen, beziehungsweise es muss mehr als die Hälfte der Leute für ihn stimmen. In dem Fall war es ein Unentschieden. Also ist niemand rausgegangen. Dann fängt die nächste Runde wieder an und man läuft einfach wieder herum und hat immer noch die Tasks, die man machen muss. Und ja, wenn man die alle erledigt hat und der Balken komplett grün ist, gewinnen auch die Crewmates. Eine weitere Möglichkeit gibt es. Einmal im Spiel gibt es den Emergency-Button. Der befindet sich eben da in der Cafeteria, wo wir starten. Da kann man draufhauen, auch wenn man keine Leiche gefunden hat und wenn man glaubt, man ist sich sicher, dass man weiß, wer böse ist, haut man drauf und sagt, okay, ein Emergency-Meeting. Und dann kann man ihm sagen, okay, bin mir sicher, der und der ist das, weil ich habe irgendwas Ungutes gesehen, auch ohne, dass er eine Leiche meldet zum Beispiel. Dann sage ich, okay, ich glaube, dass der war. Jetzt meldet ich mich. Ja. Und eben wieder der mit den mehr, jetzt bin ich rausgeflogen, super. Cool. Das Probespiel hat mich jetzt getötet, großartig. Aber man sieht jetzt zumindest, wie ich mich als Geist weiter bewegen kann. Als Geist habe ich den Vorteil, ich kann durch Wände gehen und kann eben weiterhin meine Aufgaben erledigen. Ich müsste zum Beispiel daher, müsste bei Electrical, müsste einfach was downloaden. Meistens sind die Aufgaben recht einfach. Man muss entweder einen Knopf drücken oder es gibt längere Aufgaben, wo man zum Beispiel Kabel verbinden muss. Ist aber ziemlich selbsterklärend, einfach ein bisschen am Bildschirm rumdrücken, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Und dann ist die Aufgabe, also man wartet einfach ab und dann ist die Aufgabe erledigt. So, das war jetzt einmal grundsätzlich, wie das Spiel ausschaut. Da unten sind noch Statistiken, da kann man kann auch was kaufen. Ganz wichtig, es ist gerade am Mobiltelefon ein Free-to-Play, das heißt, es kostet nichts. Man sieht aber zwischen den Spielen immer wieder Werbung, dadurch finanziert sich das Spiel und auch durch Microtransactions. Das heißt, ihr könnt was kaufen, aber ich kann mir nichts kaufen, was mir im Spiel Vorteile bringt. Das heißt, ich kann mir nur in dem Fall Pets kaufen. Das sind kleine Viecher, die dann mit mir mitlaufen. Das heißt, ich kann mir da Dinge kaufen, zum Beispiel $3, die dann lustig aussehen, braucht ihr aber nicht und es hilft mir auch im Spiel nichts. Ich werde nicht besser dadurch im Spiel. So, ich stoppe jetzt die Übertragung wieder, damit ich wieder da bin. Gibt es grundsätzlich noch Fragen zu dem Spiel? Aha, der Jojo hat die Links schon in den Chat gepostet. Einmal eben für Apple, einmal für Android. Das heißt, wer mitspielen möchte, gern das jetzt runterladen, kostet nichts. Es ist grundsätzlich freigegeben ab, ich glaube, 7 Jahren. Also Peggy sagt 7 Jahre. Empfohlen ist es nach online, manche Online-Rating-Seiten sagen ab 10 Jahren, eben wegen Mild Violence, wie es so schön heißt. Man sieht halt kurz den Knochen. Es gibt unterschiedliche Tötungsanimationen, manche schauen ein bisschen schlimmer aus, aber ja. Das heißt, das ist das Einzige, was man sieht an eventuellen
an eventueller Gewalt. Im Chat sind keine Fragen, Thomas. Okay, ja. Was natürlich noch interessant wäre, wie man jetzt quasi, wenn man das anfängt, wie starte ich so ein Spiel, mehr oder weniger ja. Als Admin? Okay, genau, das hätte ich gleich jetzt sagen sollen. Danke sehr. Genau, wie starte ich jetzt das Spiel? Wenn ich jetzt das Spiel spielen möchte, eben wie jetzt mit euch, klicke ich auf Online und wenn ich ein Spiel erstellen möchte, kann ich da als Host ein Spiel erzeugen. Ich muss wissen, wie viele Spieler und Spielerinnen dabei sind. Das heißt, mindestens 4, maximal 10 pro Runde. Ich kann entscheiden, wie viele Böse das dabei sind. Das heißt, 1, 2 oder 3 bei 10. Wenn nur 4 Leute sind, dann geht nur einer. Ab 7 gehen 2 Bösewichte und ab 9 gehen 3. Und ich kann mir die Welt aussuchen. Das heißt, es gibt 3 verschiedene Karten, die unterschiedlich groß sind, wo es unterschiedliche Aufgaben gibt, eben Skeld, Mirror HQ und Polus. Und wenn ich das dann mache, kann ich das jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt ein Spiel für 10 mit 2 Imposter, bestätige das. Und ich habe jetzt da den Code YDBWFF. Und jeder und jede, die den eingibt, kommt zu dem Spiel, das ich gerade erstellt habe. Wichtig ist, ich habe jetzt gar nicht geschaut, auf welchem Server ich bin. Das war jetzt nicht so gescheit. Das heißt, ich gehe da mal raus. Okay, ich bin auf Asia, weil dort derzeit, aber ich kann auch schauen, ob ich Europa, dann habe ich einen kleineren Ping, ob das jetzt geht. Weil derzeit ist das einfach sehr häufig überlastet. Dann kann man da unten auswählen, in welcher Region man spielen möchte. Und ja, eben Europa, wir haben gerade bei uns Lockdown und das spielen vielleicht gerade recht viele Leute. Nordamerika könnte man auch probieren, weil da ist jetzt mitten in der Nacht. Probieren wir mal da. Okay, ja. Also wer mitspielen möchte, müsste auf Nordamerika gehen. Ich zeige das nochmal her. Das ist rechts unten, ist die Weltkugel. Das anklicken, dann sieht man eben die 3 Regionen, aus denen man auswählen kann. Da klickt man Nordamerika und dann einfach den Code eingeben, AHCKMF, den könnte man auch im Chat hauen. Sehr gut, da ist schon jemand. Claude. Was ich noch tun kann, ist, ich kann da an dem Computer, der da steht, gewisse Dinge ändern. Einerseits kann ich mich selbst ändern. Also ich kann meine Farbe ändern, ich kann einen Hut ändern. Manche sind freigeschaltet am PC, weil man das Spiel gekauft hat. Am Mobiltelefon muss man eventuell manche kaufen. Kann sich was aussuchen. Pets sind eben die, wo ich gerade gesagt habe, die müsste man kaufen. Man kann sie auch eine Hose anziehen, wenn man mag. Und ich kann auch im Spiel was einstellen. Das heißt, ich kann sagen, wie viele von den Emergency Meetings darf es geben? Keines, 1, 2, 3, das kann ich verstellen. Ich kann die Diskussionszeit, die Abstimmungszeit einstellen. Ich kann die Zeit, die ein Imposter haben muss zwischen 2 Tötungen, kann ich verkürzen, verlängern, je nachdem, wie lange ich es haben mag. Ich kann auch einstellen, wie weit das der Imposter sieht. Der Imposter sieht immer ein bisschen weiter als die normalen Crewmates, das heißt in dem Fall 1,5-fach. Und ich kann einstellen, welche und wie viele Tasks das es gibt. Das heißt, ein Common Task, ein Long Task, das heißt, der dauert wirklich so ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Und 2 Short Tasks sind jetzt mal eingestellt. Ein bisschen höher. So. Sind jetzt 8 Leute herinnen, das heißt, wir 2 Plätze hätten wir noch, wer mag. Kann nicht wirklich was falsch machen bei dem Spiel, einfach rumlaufen, ein bisschen probieren einmal, schauen, ob das mit der Steuerung hinhaut. Da rechts unten ist der Use-Button, der ist eigentlich zu ziemlich alles benutzen. Wenn man dann Imposter ist, hat man dann einen Kill-Button. Kannst du bitte nochmal erklären, wie man es jetzt im Smartphone den Code eingeben kann? Das mit dem Private. Gerne.
Genau, man muss, warte, ich kann probieren, da am Handy einsteigen. Genau, man muss bei Spiel, also am Startbildschirm muss man auswählen Private, das heißt, man geht auf Online, geht dann auf Private und da muss man den Code eingeben. Das heißt, online, dann hat man Und die Auswahl zwischen aufpassen. Host, Public und Private. Genau, und aufpassen, rechts unten auf in dem Fall Nordamerika einstellen. Und ist Und jetzt vollständig. jetzt haben wir voll. Okay. Ich werde das Spiel jetzt übertragen. Das Problem ist es, wenn ich Imposter bin, dann weiß das gleich jeder. Das heißt, ich werde gleich rausgewählt, aber das Risiko gehen wir ein. Ich starte das Spiel jetzt einmal. Startet in 5, dann kommt kurz der Bildschirm, wo wir sehen, ob ich gut oder böse bin, beziehungsweise wo jeder und jede sieht, ob er gut oder böse ist. Also, okay. Genau, und da sind wir jetzt 10 Leute. Man sieht da oben die Tasks und kann immer auf der Map schauen, wo ich hin muss, wo man die Tasks erledigen muss. Das heißt, ich laufe jetzt einmal da nach Weapons, mach den Tasks, mach den Task. Und bin fertig. Sehe jetzt auch, ich habe da jetzt einen gelben Pfeil. Der Task ist zweiteilig. Man sieht, oh, da ist schon ein toter Körper. Da liegt mitten in der Cafeteria ein toter Körper. Jemand hat die Betty oder den Betty getötet. Jetzt kann man zu diskutieren beginnen. Hat das jemand gesehen? Weiß jemand, wer das war? Und ja, da könnte man jetzt reden drüber. Ich war leider da rechts oben in Weapons und habe versucht, was zu machen. Hat wer was gesehen von euch, die noch mitspielen? Soll man jetzt was Ja, also oder soll man grundsätzlich, schreiben? na, also wenn wir schon im Ding sind, können wir schon reden. Ah. Eben, Jugendliche spielen das eben meistens über irgendeine Voice-Software, entweder über WhatsApp oder über Discord. Deshalb es ist es einfach einfacher, wenn wir reden dabei. Hast du was gesehen, Angelika? Ja, ich habe es gesehen. Es Okay. war eine rote Figur, muss es Sassi gewesen sein. Okay. Gut, dann voten wir mal. Also man kann voten, indem man draufklickt auf den Namen und dann Hackerl macht und wenn man nicht voten möchte, steht da unten dann Skip Voting. Wir sehen jetzt, der oder die Sasi hat die meisten Stimmen, fliegt raus. Und man sieht auch die Bestätigung, war ein Imposter, einer ist noch über und weiter geht's. Sasi kann jetzt weiter die Aufgaben machen. Kann weit, na gar nicht, als Imposter kannst du. Doch, du kannst weiter Sabotieren. sabotieren. Du hast da unten dann immer einen Sabotageknopf, wo du einzelne Dinge sabotieren kannst. Der Kreis mit dem X drauf ist Türen verschließen. Dann gehen einfach Türen langsamer auf oder gar nicht eine Zeit lang. Und du kannst auch zum Beispiel O2, dann haben wir keinen Sauerstoff mehr, das muss schnell repariert werden. Oder Lights, da wird dann das Licht finster und wir sehen einfach weniger. Die Pinzebot für die Aufgabe. Da muss man die Karte einigermaßen langsam durchziehen oder auch schnell oder auch wie auch immer. Hat funktioniert. Heißt, ich gehe jetzt dann nach Navigation. Da muss ich die nächste Aufgabe erfüllen. Genau. Und dann sieht man da oben bei den Tasks, Navigation habe ich abgeschlossen. Die anderen, die ich noch machen muss, sind auf der linken Seite. Oh. Okay, und da bin ich aus dem Spiel rausgeflogen. Großartig. Ich bin nach Hause geflogen. Ja, das fürchte ich fast, weil ich der Host war. Ach so, ja. Okay. Fürchte fast, dass das Spiel beendet ist jetzt. Oder ist noch jemand drinnen?
Nein. Okay. Ja, das ist ein bisschen mit dem, das Problem mit dem, wenn man es recht weit weg hat. Also wenn man Nordamerika oder Asien nutzt, ist der Ping recht hoch und da kann es dann passieren, dass es dann raushaut. Ich versuche es jetzt nochmal mit Europa. Okay, jetzt hätte ich was in Europa. Wir können es noch einmal probieren, wenn ihr wollt. Und zwar wäre es jetzt Europa und der Code ist CTZMIF. Und noch 5 Plätze, wenn ihr wollt. Gibt es einen Unterschied von der Funktionsfähigkeit oder wie gut das es hinhaut, ob man es am Laptop spielt oder am Handy? Grundsätzlich nicht. Also es ist wirklich so, dass es, dass man auch gemeinsam natürlich miteinander spielen kann, wie man gerade sieht. Es ist wirklich so, wie man es lieber hat. Also wenn man wie ich gerne am PC spielt und mit Tastatur und Maus steuert, kann man es natürlich machen. Kostet 4 Euro auf Steam. Am Handy kostet es halt nichts. Aber die Steuerung ist eigentlich gleich und auch die Funktionalität ist gleich. Und das macht da keinen Unterschied von der Internetverbindung her eigentlich, oder? Also grundsätzlich nicht, nein. Also wenn die Internetverbindung stabil ist, dann sollte das Ganze, sollte nichts passieren. Okay. 3 Plätze hätten wir noch, 2 noch. Oh, da kommt der Herr Logo. So, jetzt sind wir voll. Start das Ganze wieder. Und bin schon wieder dabei, Aufgaben zu erledigen. Heißt, ich schaue immer wieder auf die Karte. Ich kann die am PC mit dem Tabulator öffnen, die Karte. Das heißt, ich brauche nicht immer auf das Kartensymbol klicken. Auf das Kartensymbol klicken, danke sehr. Ja, und ich darf jetzt eigentlich nichts sagen, weil ich bin tot. Ich habe nicht hingeschaut. Ja, also ich habe es reported und ich habe gesehen, das war das rote Maxal. Ich glaube, die Betty. Okay. Was sagt die Betty dazu? Die Betty könnte natürlich auch was anderes behaupten. Genau. Was sagt die Betty dazu? Ja, ich gebe zu, ich weiß. Ich habe auch verstanden. Dann wähle ich die nicht, okay? Dann wähle ich die nicht. Ich bin aber erst jetzt draufgekommen, dass ich ein Saboteur bin. Ah, okay. Ja, du siehst es normalerweise an dir, weil die Schrift über deiner Figur rot ist. Ja, und du hast, wenn du in der Nähe von wem stehst, hast du die Kill-Option. Die hast du nur als Saboteur. Ich kämpfe noch immer mit der Bedienung des Ganzen. Okay. Ja, also links unten ist das... der Joystick, das schaut ein bisschen so aus wie bei den neueren Konsolen, Joysticks eigentlich. Und die kann man eben so nach oben, unten, links, rechts bewegen und dann läuft man in die Richtung. Und eben rechts unten sind die Bedienungstasten dann zum Use oder Kill oder Sabotage. Es gibt leider noch keine deutsche Version von dem Spiel. Ihr habt das umgestellt, ich kann das mit dem Finger anbieten. Ah, okay, ja, das geht auch. Dann kannst du wirklich mit dem Finger hindurch. Das mit dem Joystick hat nicht geklappt und jetzt mit dem Finger. Okay, ja, das geht auch. Das tut mir mit dem Fingerding so ein bisschen schwer, aber mit Joystick, wenn das nicht funktioniert, gibt es immer noch die Möglichkeit, genau, dass man mit dem Finger wirklich steuert und hin zeigt, wo man hin möchte. Ja. Passt jetzt als kurze Zwischenfrage. Auf Konsole läuft das nicht, oder?
Das ist eine gute Frage. Aber ich habe PlayStation 4 zum Beispiel. Überlege, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht, ne? Okay. So, wie man sieht, ich bin jetzt ein Geist und kann weiterhin meine Tasks machen. Mhm. Warum sagt mir der jetzt da das komisch? Mhm. Das ist nicht gut. Ich teile das jetzt nochmal. Genau, mach weiterhin meine Tasks. Kann als Geist praktischerweise durch die Dinger durchlaufen. Klick einfach auf alles, was gelb ist. Da muss ich versuchen, dass das richtig stoppen. Mhm. Du musst rechts bei dem Schalter, ja genau. Ah, da. Ach, super Botschaft. Okay, da hat jemand wild zugeschlagen. Jetzt sind gleich drei. Jemand hat was gegen uns. Ja. Man sieht jetzt, also außer mir, der in der ersten Runde gestorben ist, und der Betty, die rausgeflogen ist, sind gleich zwei Leute rausgeflogen. Player 1, also blau und schwarz. Die restlichen sechs dürfen sich unterhalten, was sie glauben, wer das war. Also ich habe den blauen jetzt gefunden und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass zuerst weiß und schwarz geskippt haben beim Voten. Und jetzt vermute ich fast weiß, dass es war, aber gesehen habe ich es nicht. Aber meine Vermutung ist, dass weiß geskippt hat zuerst beim Voten. Aber interessante Beobachtung. Nur eine Theorie, keine Ahnung. Ja. Also man sieht auch immer, wer für wen gestimmt hat. Vorher hat man unten dann gesehen, bei den Skip-Votes war eben der Schwarze dabei und auch Weiß. Könnte sein, dass das was ist. Könnte aber auch sein, dass du einfach die Sache ablenken willst von jemand anderen. Und das, ja, also da sollte dann eine Diskussion entstehen, wo dann die Leute sich gegenseitig verdächtigen oder zumindest reden drüber, was sie glauben, wer es sein könnte. Gibt es irgendjemand anderen, der was gesehen hat? Jetzt habe ich mich voll verdächtig gemacht, oder? Wenn es jetzt weiß nicht ist, nachher. Ja, weil du kannst auch als Imposter reporten. Das heißt, auch wenn du als Imposter sagst, du findest eine Leiche, kannst du auch sagen, ich habe die Leiche gefunden, aber ich weiß nicht, wer es war und irgendwer ist da weggelaufen. Das kann man natürlich auch machen. Self-Reporting. Okay. Aber keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Und ich dürfte auch gar nicht reden. Das ist das. Hat irgendwer was gesehen in der Nähe, dass jemand bei Blau oder Schwarz Logo vorbeigerannt ist? Ich habe leider gar nichts gesehen, ich war ganz weit weg, aber mich hat ausgeschnitten, also ich bin jetzt gerade. Oh weh. Ja. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit zum Voten, die drei, die noch nicht gewotet haben? Ja, sonst können wir es also quasi nicht voten, dass es weitergeht. Ja. Okay, es gibt einen Abstimmungsgleichstand. Werden jetzt beide ausgefallen, oder nein, wie? Bedeutet, dass niemand rausfällt. Und weiter geht's. Es gibt immer noch einen Imposter, der das Spiel noch gewinnen kann. Hasse die Aufgabe. Too fast, too slow, too fast, too botched. Langsam. Oh. Jetzt ist zum Beispiel die Kommunikation sabotiert, das heißt, wir sehen unsere Tasks nicht mehr. Oh, schon wieder jemand tot. Ja, ich bin sehr schnell.
gibt nur mehr Grün, Weiß, Türkis und Violett. Lisa, Bayer, Aloe Vera und Player 2. Also eben wiedergefunden, aber wieder nichts gesehen. Und langsam macht ihr das verdächtig. Ja, ich weiß, aber ich kann auch nichts machen. Da weiß ich immer nur dabei. Also ich würde jetzt auch weiß tippen, wobei Türkis halt irgendwie ein bisschen verdächtig ist jetzt. Ja, ich weiß. Aber tippen wir mal weiß. Wenn es weiß nicht ist, dann nehmen wir die als nächstes. Ja, passt. Es ist ein Deal. Da bin ich dabei. Da fliegt Weiß raus und man sieht, Weiß war ein Imposter. Keiner mehr übrig. Das heißt, die Crewmates haben gewonnen. Wow. Also wenn man gleich direkt redet, muss man fast da wieder aufpassen, wenn man umgebracht wird. Weil ich wollte kurz was sagen und dann habe ich erst gesehen, ah, da wird noch wer umgebracht. Also genau, wenn man grundsätzlich spielt man so, dass man während der Spielzeit nichts redet, also während man spielt und erst wirklich dann bei der Abstimmung gemeinsam redet und auch da nur natürlich diejenigen, die noch nicht gestorben sind, weil ja. Als Geist hast du einfach keine Stimme mehr und solltest nicht mehr mitreden. Ähnlich wie zum Beispiel bei Werwolf, wo ja die Toten auch nicht reden sollten, was aber trotzdem oft passiert. Darf ich noch ganz kurz was fragen zum Geist? Gerne. Ja. Der Geist, der muss aber weitermachen, oder? Damit die Crewmates gewinnen, weil er ja seine Task erfüllen muss, oder? Genau. Der kann einfach aussteigen. Wie bei den Werwölfe ist man ja eigentlich still draußen, aber bei dem macht genau, also du solltest weiterhin deine Task erfüllen. Bei den Werwölfen bist du zwar draußen, aber gewinnst halt dann auch mit eigentlich und da, damit du halt nicht sofort weg bist, kannst du weiter noch deine Tasks erfüllen. Und wenn alle Tasks erfüllt sind, von allem, man sieht das oben am grünen Fortschrittsbalken, dann gewinnen die Crewmates auch. Also das ist auch eine Gewinnmöglichkeit für die Crewmates, wie sie gewinnen können. Okay. So, schauen wir mal auf die Uhr. Gibt es noch jemanden, der Fragen zu dem Among Us? Genau, Spielfragen hat. Noch einmal, wie gesagt, gratis für iOS und Android. Für einen PC kostet es 3,99 € auf Steam. Dafür hat man halt die Möglichkeit, dass man mehr Kleidung auswählt und man muss sich nicht zwischen den Spielen die Werbung anschauen. Das ist halt das, was man 3,99 € bezahlt. Aber grundsätzlich eben am PC gratis, am Handy gratis zu spielen. Thomas, weil wir haben auch noch für sich davon gesprochen, dass wir Breakout-Sessions machen und dann noch einmal spielen, nachdem die Zeit schon so fortgeschritten ist, wäre mein Vorschlag, mit dem nächsten Spiel weiterzumachen. Und wer spielen möchte, am Schluss, wenn Zeit über ist oder nach 10 Uhr, noch quasi selbstständig oder halt mit uns, wie immer, das zu machen. Was hältst du davon? Ja, gerne. Nächstes Spiel hat es im Frühjahr schon gegeben und ist eben, ist auch für Gruppen für bis maximal 12 Leute möglich, ist Scribble.io. Also die Website muss man nicht runterladen, ist webbasiert und ist Scribble ohne E. Das passiert mir immer noch, dass ich mit E eingib. Also scribble.io. Und das ist ein klassisches, ich zeichne was und jemand anderer muss erraten, was ich zeichne, Spiel. Ich kann da herum die Sprache auswählen, kann da meinen Namen eingeben, habe jetzt wieder Tooltime eingeben, kann mir da eine Figur basteln, unten ist die Farbe, in der Mitte ist der Mund und oben sind die Augen. Kann man das selbst, kann das auswählen, kann das auch zufällig auswählen lassen, nehme einfach das und kann dann einen privaten Raum erstellen. Das heißt wiederum, ich spiele nur mit den Leuten, mit denen ich spielen will. Kann dann aussuchen, wie viele Runden, wie lang die Zeit zum Zeichnen ist und in welcher Sprache eben noch einmal die Wörter gezeigt werden sollen. Kann auch, wenn ich möchte, eine Liste von Wörtern selbst eintragen und nur die verwenden.
grundsätzlich, das Spiel gibt einfach welche vor. Ich kann dann da unten den Link kopieren und in den Chat stellen. Das mache ich jetzt auch, wenn ich weiß, wo das ist. Da. Und über den Link kommt man dann in das Spiel rein. Das heißt, man ist dann mit 12 Spielern maximal in der Lobby. Man sieht dann rechts, sobald die Spieler dabei sind. Und sobald man 12 sind, kann man das Ganze dann loslegen. Genau. Da sieht man schon wieder die ersten Leute. Der Klott ist wieder da. Julia ist da. Niki ist da. Sarah. Betty ist wieder da. Gibt es noch Leute, die noch dabei sein wollen? Lisa, Theresa, 4 Plätze gibt es noch, wenn jemand noch mag. Logo ist dabei. So, warte noch kurz, ob noch jemand dabei sein will, sonst starte ich das Spiel. Dann starte ich, wenn es keine Einwände mehr gibt. 3, 2, 1. Start. Man sieht ja jetzt links die ganzen Spieler. Und Logo sucht jetzt ein Wort aus. Und wir müssen da herüben im Chatfenster eingeben, was wir glauben, das Logo zeichnet. Und wir sollten es richtig schreiben, weil da oben sieht man die Wortlänge. Das heißt, es hat 4 Buchstaben und 80 Sekunden sind die insgesamt Zeit. Und wir schauen jetzt, was Logo zeichnet. Logo zeichnet einen Ball? Nein. Ein Ball. Wenn man es richtig hat, entscheidet der Computer sofort. Es sind 4 Buchstaben. Es ist auch kein Boot. Ja, das mit der Maus ist immer das Problem. Gell? Ja, es ist natürlich eine gute Ausrede, die Maus. Julia, guess the word, okay? Julia hat das Wort erraten. Was kann ich irgendwo löschen, alles Ding? Normalerweise schon, ja. Müsstest, ich weiß nicht, wo. Ja, ich schau gut. Hast du aber nochmal 13 Sekunden Zeit? Was, echt? Ja. Wow! Ah. Okay, nein, nicht. Ja, ich hab's nicht erraten. Ah, blau! Okay. Ja, gut. Klar, blau. Genau, man hat jetzt gesehen, 3 Leute haben es erraten und haben je nachdem, wie schnell sie waren, Punkte bekommen. Julia die meisten, weil sie das Erste war. Jetzt zeichnet eben die Theresa. Man sieht da herum wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben hat das Wort. Entweder hat die Theresa eine bessere Maus oder die Mausausrede ist. Ja. Ah, das hat schon jemand. Das ist mit E beginnt, sieht man auch schon. Bin ich schlecht bei solchen Sachen?
Okay. Genau. Jetzt sind wieder 5 Leute, haben es erraten. Und es geht weiter. Und es gibt eben insgesamt 3 Runden. Das heißt, jeder zeichnet 3-mal. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Wenn man wirklich wo drinnen ist, wo man jemanden hat in einem öffentlichen Spiel zum Beispiel und man möchte ihn gar nicht mehr haben, kann man auch jemanden Vote kicken, das heißt rauswählen, der sich nicht ordentlich verhält. Das ist gerade in solchen Online-Dingen immer wieder mal, wenn man in öffentlichen Spielen ist, ja, leider notwendig. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben. A ist der 3. Buchstabe. Man kann auch die Strichstärke auswählen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann kann man nämlich auch das löschen. Okay. H. Nein. Ah, Spange. Ah, ja, okay. Ja. Ja, H hat man schon gesehen, weil die 2 A da waren. Ja. So, die Betty sucht ein Wort aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben. Okay, der 2. Buchstabe ist ein A. Ah, Zimmer. Ah. Ja, also ich bin einfach schlecht bei dem Spiel, wie man sieht. Aber ich bin froh, dass ich noch nicht zeichnen müssen, weil das kann ich noch weniger. Mal noch ein Wort, das Wort mit 5 Buchstaben. Großartig gezeichnet. So, Julia zeichnet und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mit 8 Buchstaben. Ne, 8 Buchstaben.
Es können auch Zeitwörter sein. Es kann auch Rutschen sein in dem Fall. Zwei Wörter, zwei Buchstaben. Gibt nicht viele Wörter mit zwei Buchstaben anscheinend. Ich kann halt einfach zeichnen. Ja, genau. Oh, super, jetzt hat man gesehen. Und man sieht es auch da oben. Das ist ein bisschen unglücklich. Wer schnell war. Also ich habe keine Ahnung, wie das zeichnen soll. So, erste Runde ist vorbei. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Eben, man kann die Rundenanzahl einstellen, man kann das dann recht lang spielen oder ja, kürzer mit einer Runde und gibt halt immer da die Anzahl der Leute, die oder die Punkte, die die Leute schon haben. Was hat man noch kurz ein anderes Spiel herzeigen wollen oder ein Spiel, ja, oder ob wir das jetzt noch weiterspielen wollen? Keine Ahnung, wie schaut es aus? Gibt es noch Fragen zu Scribbly.io? Wenn dem nicht so ist, ihr habt vorgeschlagen, wir haben noch 10 Minuten, vielleicht zeigst du mir die Google-Geschichte her, weil es auch ganz cool ist und recht unaufwendig. Gerne. Ja, genau. Und zwar, Google schafft es immer wieder, coole Sachen zu machen. Ein bisschen, muss man auch sagen, ein bisschen mehr eher für, ja, ich weiß sagen, ob alle Jugendlichen dafür Interesse haben oder nicht. Aber was es in Corona-Zeiten vor allem stark gespielt worden ist oder gemacht worden ist, sind Puzzles. Es gibt von Arts and Culture, das ist so ein Google-Projekt, wo man Museen besuchen kann und sich wirklich auch Gemälde anschauen kann und andere Sachen, gibt es unterschiedlichste Spiele inzwischen. Also es gibt zum Beispiel ein Kreuzworträtsel, es gibt ein Malbuch, wo man berühmte Gemälde nachmalen kann mit unterschiedlichen Formen. Und es gibt eben auch Puzzle Party. Viele Leute, die ich kenne, haben in Corona-Zeiten viel gepuzzelt. Man kann aus verschiedenen Gemälden auswählen oder aus Kunstwerken auswählen, kann da unten dann die Schwierigkeitsstufe eingeben. Wir machen jetzt einmal Difficult. Und wir nehmen ein super einfaches Bild. Und ich kann da jetzt sagen, Multiplayer. Und jeder, der den Link hat, und den kopiere ich jetzt wieder in den Chat rein, kann mit mir gemeinsam an dem Puzzle bauen. Das heißt, das Puzzle, man sieht da links, wie es am Ende ausschauen soll. Man kommt entweder mit dem Zoom-In und Zoom-Aus oder auch mit dem Mausrad zum Beispiel, komme ich raus und rein und kann wirklich die Teile nehmen und die dann zusammenbauen, probieren und schauen, ob das zusammenpasst. Wenn ich glaube, dass die beiden zusammenpassen und die möchte sie gemeinsam verschieben, kann ich da unten Move by Group anklicken, dann brauche ich nur eins nehmen und kann gleich beide mitnehmen. Sonst löse ich das wieder auf und dann können wir wieder einzelne nehmen und weitergeben. Das Ziel ist es jetzt wirklich, das Puzzle nachzubauen. Und da können jetzt, man sieht es da unten schon, da sind jetzt 10 Spieler und Spielerinnen dabei. Da kann man jetzt wirklich bauen, gemeinsam an dem Puzzle. Und ja, man sieht dann das da gemeinsam, wie man das bearbeitet und wie das Ganze entsteht. Gibt es eben, weil Google Kooperationen mit Museen hat und
deshalb Kunstwerke aus gewissen Museen verwenden darf oder will. Und ja, da kann man die eben dann, die kann man alle zu Puzzlen machen. Gibt es eben in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. In eben leicht, dann sind es wirklich nur 12 bis, ich glaube, 20 Teile. Und eben bis hin zu schwierig, das ist dann da, wo man ja durchaus einiges an Teilen hat. Und das heißt nicht unbedingt, dass was einfacher ist, je mehr Leute das sind. Das merkt man dann, wenn jemand einmal ein Teil wegnimmt, das man gerade braucht hat und das man verwenden wollte. Und man muss halt immer schauen, dass man, wenn man was baut, dass man dann den Weg frei macht, weil man kann nichts hinlegen, was gar nicht passt. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht da ein Teil hinlegen, weil da ginge sich das nicht aus. Ich kann jetzt reinzoomen und mal schauen, eventuell passt das da rein. Vielleicht aber auch nicht, weil da ist nichts Schwarzes. Aber ja, das ist ein bisschen sabotieren, schadet nicht. Kann eben die das ist so eine Infinite Plane, man kann die herumschieben, man kann die vergrößern, verkleinern. Drehen kann man die Teile dann nicht, gell? Nein, drehen nicht, sie sind schon in der richtigen Orientierung. Und gibt es das auch als App oder von Google oder ist das nur? Das ist nur online, eben unter artsandculture.google.com und da findet man einerseits die ganzen Museen, die man sich anschauen kann und eben auch andere Sachen zu Kunst. Kultur und eben auch die Spiele, insgesamt 5 Spiele, die ja ein bisschen highbrow sind, aber doch, also doch cool sein können, wenn man eben gern puzzelt oder so. Und kann man irgendwie mehrere Teile auf einmal nehmen? Nein, gell? Wenn du sie schon zusammengebaut hast, also wenn du jetzt zum Beispiel da die 2 Teile hast, dann gibt es da unten den Punkt Move by Group, das kannst du anklicken und dann bewegst du die ganzen Teile. Ah ja, kannst du wieder auseinander tun und dann nimmst du wieder einzelne. Links rüber. Ist halt was für Leute mit Geduld, glaube ich. Da muss sich jeder selbst einschätzen, ob er oder sie das hat. Und ja, ich hätte ein einfacheres nehmen können, aber ja. Tut mir leid. Jetzt bin ich wieder mit dem davon gefahren. Das war nicht super, super nett von mir. Und nachdem die alle gleich ausgeschnitten sind, passen die alle zueinander. Das heißt, die passen alle, egal ob das passt oder nicht. Das ist nicht so wie beim Puzzle, wo man sagt, okay, da passt das positiv nicht ins Negativ rein. Das ist halt ein bisschen unglücklich. Das heißt, man kann durchaus recht lang am falschen Pfad sein. Was mir durchaus schon passiert ist. Also. Also eher eben was für Menschen mit Geduld, vielleicht, die sich für Kunst interessieren. Man kann nämlich dann auch bei Learn More sich mehr über das Gemälde anschauen und wo es hängt. Ein bisschen zur Geschichte, zum Hintergrund von dem Bild und so weiter. Also man kann das durchaus auch eventuell auch so, wenn man ein bisschen was lernen möchte mit Kids, sie anschauen. Falls es Jugendliche gibt, die... Und es gibt ja nicht nur Puzzle, ja, bei Google. Genau, es gibt nicht nur Puzzle. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich aussteige, ob dann das für alle weg ist, aber ich glaube eigentlich nicht, weil der Link ist ja der gleiche. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, die anderen können noch weitermachen. Okay, wenn ich das jetzt beende. Egal, ich sage es her. In der Gefahr, dass es auf die Gefahr hin, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Also, es gibt bei Art and Culture eben die Möglichkeit, einerseits sich Sachen anzuschauen und das Spiele. Nein, das ist es nicht. Es ist
Da gibt es eben zum Beispiel, man kann ein Malbuch machen oder ein Gemälde, zum Beispiel den Hokusai, anmalen oder andere Dinge, von denen man glaubt, okay, das schaffe ich, keine Ahnung. Bekommt da unten die Farbpalette, klickt eine Farbe an und macht einfach, beginnt zu malen. Kann das dann selbstständig machen. Ja, kann da unten also immer wieder Dinge löschen, kann das dann am Ende runterladen und speichern. So, das ist aber so, also gerade malen ist in letzter Zeit auch wieder beliebt, wann habe ich mitgekriegt. Und auch sowas wie Kreuzworträtsel, die ein bisschen mit oder die ordentlich mit Kultur zu tun haben, die gar nicht so leicht sind. Visual Crosswords, da geht es darum, dass es Bilder gibt, unterschiedlich, also zum Beispiel, da muss man alles Werke von Picasso reingeben, da ist von Juan Gris, und wo sie sich überlappen, dann hat zum Beispiel der Picasso Montmartre gemalt oder Juan Gris Picasso, also das ist also fotografiert, und ja, das ist doch eher schon richtig schwierig, finde ich. Da ist dann das Puzzlen doch das Einfachere. Aber es gibt unterschiedliche eben Dinge, die Google zur Verfügung stellt. Auch das Wort Came First. Da geht es darum, dass man einordnet, welche der Dinge zuerst passiert sind, also welches in dem Fall zuerst gebaut worden sind. In dem Fall da sieht man es dann 1888, 1914. Und da sieht man dann der Herzmonitor oder Mies van der Rohe, der war früher. Ja. Ist eben so ein Quiz-Teil, wo man wieder was drüber erfährt. Unten, wie es weit, ein bisschen was über die Erfindung beziehungsweise über den Kunstgegenstand, und ja, kann ihn weiterspielen und hat drei Leben. Wenn man dreimal falsch ist, ist man weg. Kann dann seine Punkte vergleichen mit anderen und schauen, wie man abgeschnitten hat. Also es sind fünf Spiele, die alle ein bisschen so mit Kunst und ein bisschen mit Lernen zu tun haben, die, wenn man Zeit hat, man entweder alleine oder in Gruppen spielen kann. Schauen wir nochmal, ob es das Puzzle noch gibt. Nein. Die waren doch. Gibt's noch. Okay, also man kann dann auch aussteigen und das Ganze verlassen, und andere können dann weiterbauen, wie man sieht. Ja, wir können jetzt, es ist 11, wir können das Puzzle jetzt noch probieren, fertig machen. Oder auch, ja, je nachdem. Ja. Gibt es noch Fragen zu unterschiedlichen Dingen, zu den Sachen, die wir heute gezeigt haben? Zu Among Us, zu Scribble, zu den Google-Möglichkeiten? Ich sage einmal vielen lieben Dank, Thomas. Wenn Fragen sind, gerne noch in den Chat. Wer Zeit und Lust hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Thomas, ob du noch bleiben kannst, ein paar Minuten. Also ich habe Infodienst. Grundsätzlich kann ich bleiben. Das heißt, ich bin sowieso am Computer. Ja. Genau. Ja. Und wer Lust hat, kann ja mit dem Thomas noch weiter spielen und ausprobieren. Among Us, gerade echt ein Riesenhype bei jungen Leuten. Es gibt ja übrigens auch mehrere Welten, nicht nur die eine am Raumschiff, sondern auch andere. Und das ist auch ein bisschen so der Trend zurzeit, gerade bei Jüngeren, quasi Verstecken zu spielen dort und nicht nur quasi Werwolf, in Anführungszeichen. Diese Geschichte, ja, und die zwei anderen Alternativen natürlich auch sehr, sehr cool, um einfach auch in der Zeit vom Lockdown jetzt einfach mit jungen Menschen sich zu beschäftigen und das ein bisschen das Spielerische reinzubringen, auch wenn man momentan nicht das in live und im Persönlichen kann. Ich möchte euch noch einen kurzen Ausblick geben auf nächste Woche. Die Dagmar hat sich schon auch vor der heutigen Session gesagt, und sie hat sich nicht versprochen, die nächste Tooltime ist ausnahmsweise am Montag, dem 23. um 10 Uhr geht es ums Thema Cut, Videoschnitt am Smartphone, wo es darum geht, wie kann ich mit recht einfachen, kostenlosen Mitteln ein cooles Video produzieren selber. Da kommt dann eben unser Kollege der Bernhard und wird euch da ein paar Tipps geben, ein paar Apps vorstellen, wie man das gut machen kann. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, bitte? Ich lese gerade im Chat noch, gibt es noch andere coole Spiele, welche man am Handy mit Kids spielen kann? Es gibt sehr, sehr viele Spiele. Da ist wahrscheinlich wieder der Harald der bessere Ansprechpartner. Aber
wir haben jetzt die gewählt, weil einerseits, also Among Us gerade ordentlich Hype, das heißt, dass sehr, sehr viel gespielt wird und eben auch auf YouTube und auf Twitch von vielen Streamern, Streamerinnen gespielt wird. Geben tut es genügend. Also wir haben auch eine Sammlung gehabt, müsst jetzt schauen, wo ich die finde, die wir im ersten Lockdown gepostet haben an Spielen und Möglichkeiten, die man kostenlos im Netz spielen kann. Aber ja, weiß gar nicht, mir fällt jetzt da jetzt, was hat ich noch am Handy? Harald, hast du vielleicht einen Tipp? Ich glaube, ein anderer Tipp ist, einfach auf die Sachen zu setzen. Ich meine, Among Us, da kommt die beides zusammen, aber die eben gerade gespielt werden und aktuell sind. Also gerade wenn es ums Kontakt halten und so geht, durchaus auch, keine Ahnung, Brawl Stars und Co. lassen sich in kleinen Teams spielen und machen viel mehr Spaß, wenn man irgendwo dann auch noch im Voice-Chat zusammenhängt. Also meine Erfahrung ist einfach oft, dass Kinder und Jugendliche halt genau die Spiele spielen wollen, die sie gerade interessieren. Und dass es leichter ist zu sagen, ja, dann spielen wir das doch zusammen, als spielen wir doch dieses neue Spiel. Also natürlich beides gute Ansatzpunkte. Ich glaube, dass bei Kindern und Jugendlichen, weiß nicht, wie ihr das seht, dass Fall Guys nicht so groß geworden ist wie anders, oder? Leider nicht, weil es teurer ist. Genau, auch wieder eine Preisfrage. Das wäre zwar plattformübergreifend, aber das kostet halt gleich 20 genau. Euro. Und ja. Aber auch eben Dinge gemeinsam bauen in Roblox oder Minecraft und so, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, Minecraft ist immer noch seit Jahren wirklich stark dabei. Mhm. Aber am besten auch, ich hätte auch vorgeschlagen, auch mal nachfragen durchaus, was gerade bei den Jugendlichen selbst gespielt wird und eventuell kann man das ja wirklich auch mit Voice-Chat verbinden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass man das kann, wenn es ein Multiplayer ist. Genau. Und eben Voice-Chat, auch wenn man nicht gemeinsam spielt, es ist einfach viel, wenn man spielt und sich einfach über zum Beispiel Discord oder andere Möglichkeiten online unterhalten kann, ist das ja eh schon wie wenn man gemeinsam spielt. Das heißt, wenn man einfach zusammen im Voice-Chat ist und miteinander reden kann, muss man gar nicht gemeinsam was machen, aber zumindest sich unterhalten und schauen, eben die Leute ein bisschen abholen, wie geht es ihnen gerade, was machen sie gerade. Wer wissen möchte, wie zum Beispiel Discord funktioniert, wie gesagt, letzte Woche haben wir das gemacht bei uns auf der Website, kann man das nachschauen. Da hat die eben Valerie von Ludovico das erklärt, wie das Ganze funktioniert. Genau, und das haben wir schon beim Stichwort eben auf unserer Website logo.at/tool-time. Findet ihr danach in Kürze diese eine Session, aber auch die vorige Session und jede, die noch kommen wird, zum Nachschauen oder gern hören. Als Podcast kann man es ja auch laufen lassen, obwohl ein Bild dabei ist. Sehr, sehr gern einfach draufgehen und da findet ihr alle Infos zu den nächsten Terminen, die ja bis Weihnachten einmal auf jeden Fall fortgesetzt werden. Einmal die Woche. Was noch ist und dann noch als Abschluss, nächste Woche startet auch wieder die Weiterbildungsreihe online zu anderen Themen, nicht nur zu Tools und um digitalen Tools und so weiter. Und zwar starten wir Mittwoch, den 25. November um 9 Uhr mit Kenan Güngör, also wirklich einem Kapazunder, rund ums Thema Lebenswelten und Werte muslimischer Jugendlicher, wo es quasi 1,5 Stunden darum gehen wird, eben wie man auf muslimische Jugendliche eben eingehen kann, wie man sie fördern und unterstützen kann, wie ihre Sichtweise ist. Wirklich ein sehr, sehr spannender Termin. Und die anderen Termine wird dann weiter sein bis zum Mittwoch drauf, dem 2. Dezember, einmal quasi jeden Tag. Alle Infos dazu, es ist der Studember angesagt. Also die Infos bekommt ihr auf logo.at/studember. Gibt den Link dann gleich in den Chat. Solltet ihr wegen heute noch Teilnahmebestätigung oder sonstiges benötigen, bitte schon einfach noch in den Chat, auch gerne im Nachhinein per E-Mail kurz schreiben, ihr bekommt es zugeschickt, selbstverständlich. Ansonsten, wie gesagt, jeder, der da bleiben oder jede, die da bleiben möchte, sehr gerne noch da bleiben in Zoom, auf Zoom, der Thomas bleibt auch noch. Ihr könnt es gerne miteinander spielen. Schön, dass ihr heute dabei wart, auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Lockdown-Zeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön, ciao. Ciao. Tschüss.